Bitte zurücktreten, Zug nach Floridsdorf fährt ein. Die Welt ist voll von Leuten, die Tova Boon noch nicht kennen. Warum lässt man sie nicht in diesem glücklichen Zustand? Ich stehe auf die Vera Russwurm. Wer ist das? Da fuchteln sie mit der Gummiwurst um und um. Ja und? Halten sie eine Tafel heraus, wo draufsteht, wo sie hinwollen, wie jeder andere Autostopper auch. Ich bin doch kein Autostopper. Dann geh auf Zeiten. Für mein Tova-Boon-Schoko verliere ich sogar den Rock da. Achten Sie bitte auf das Ablaufdatum an der Unterseite Ihres Fernsehapparats. Das Bier ist verdammt warm. Eklig, ich hab's extra für Sie vor 2 Stunden ausgestellt. Wieso? Arbeiten Sie nie was vor? Hallo, du rassige Disco-Maus. Kennst du schon den lässigen Klaus? Ich habe ein Haus in Gänserndorf und suche eine Gans vom Orf. Schön, schaut's ja nicht aus, das Händel. Aber das ist kein Problem. Hm? Oder Sie schmeißen es in eine Soße. Pfui, grauslich. Geschmacklos. Wem gehört denn das kleine Bobscherl? Da, 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 da. Ja, wem gehört denn das kleine Bobscherl? Da, 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 da. Ja, wem gehört denn das kleine Bobscherl? Kann man das nicht feststellen lassen, wem der blöde Hintern gehört? Tohu Buhu! If you want to know who, Tohu! Schön. Ist deppert? Auf so etwas warte ich seit 8 Jahren. Warum? Wollen Sie was trinken? Unterwegs? Nee. Der Kipferl. Na, von mir aus. Ist ja starr hart. Hab ich gesagt, seit 8 Jahren vorbereitet. Das gefällt mir gar nicht. Haben wir wenigstens den gleichen Geschmack. Wollen Sie mich ärgern? Nicht gelungen. Song, song, blue, everybody knows. Ich bin ein Mann aus Solenau und suche eine Wahnsinnsfrau. Nur keine nicht aus Wien, die sind im Schädel hin. Alle schon da gewesen, Herrschaften. Die 3 Verdankstelle, 2 Banditen, 3 Kanisen den Kontrabass, Sixpack. Die. Ich habe die Schauspielerin getroffen, der ich nachgebaut bin. Und? Die hat mehr Luft im Hirn als ich im ganzen Körper. Wo täten Sie denn gern geküsst werden? In Paris, in Madrid, in New York, in Os. Servus. Wir sind ja öfter da, als ich vorbeigehe. Komm halt öfter vorbei. Gern. Wenn Sie noch Maroni haben und Zitronen schütten, komme ich noch öfter. Ich hab Kopfe. Na, schauen Sie mal in den Spiegel. Ich hab trotzdem Kopfe. Jetzt reden wir mal von Freund zu Freund. Willst du dann billiger? Was heißt Belladonna? Prächtiges Gewitter. Was bedeutet Bellamy? Schöner Amerikaner. Alle schon da gewesen, Herrschaften. Die 3 Chinesen von Tankstelle. Die 2 Banditen. Die 3 Degrees. Die Lerche? Blödsinn, Lerche.
Die Nachtigall. Eine Amsel war's. Höchstens ein Kauz. Ein Eichelheer. Dein Papagei. Ein Goldfasan. Ein Rebhändel. Du ahnungsloser Vogel, du! Schnepfe, Missratene! Buhutu, Huabu! Buhutu! Bei wem beschwere ich mich über das warme Bier? Beim Bier. Du, Mama, der Rudi meint's wirklich ernst. Das weißt du schon nach 3 Tagen. Er wollte mich gleich seinen Eltern vorstellen. Wie sind's denn? Weiß ich nicht, war nicht zu Hause. Und gleich zu den Favoriten des heutigen Derbys. Start Nummer 3, Fury. Der Reiter ist allerdings nicht der Jüngste. 3:1 Favorit ist Monique K. Sie hat den Reiter und möglicherweise auch die Konkurrenz in der Tasche. Und hier noch die interessantesten Außenseiter. Bleiben Sie dran, wir kommen nach der Werbung wieder. Das Dohubohu Pfirsich Melba schmeckt mir auch auf Elba. Wie? 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 Ja, ja, Sie brauchen eine Brille. Wie? Sie werden erst ruhen, bis du Wabo nur mehr aus Werbung besteht. In Florida wäre ich ruhen. Da fährt doch heute schon jedes hin. Bei Doho Wabo heißt es wieder, wie heißt es richtig? Ich küsse Ihre Hand, Madame. Ich bringe Ihr Gewand, Madame. Ich grüße mit der Hand, Madame. Richtig ist, ich küsse Ihren Hals, Madame. Festschutz ist da nicht. Sie haben sicher Kopfe. Sie wissen immer alles gleich. Partner Shopping. Ich bin geimpft, ich bin gepflegt. Komm her und sei nicht aufgeregt. Wenn du glauben, ich Bianca, ich schon wissen, du sein Kranker. Alles schon da gewesen, meine Herrschaften. 3 Knisen im Kontrabass, 2 Banditen, Sixpack. Die 3 knisenden Kontrabass. Die. Ist die fliehend auf die Suppe geflogen oder hat sie sich ertränkt? Die Grippe hat die Nummer 133. Sie daheim vermissen wirklich mehr Essen? Ja. 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 Was heißt, so oft sie es können? Ist ein Hai im Pazifik Pazifist? Kommt drauf an. Auf was? Ob er Leid frisst oder nicht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Was? Was soll denn das? Licht auch beim Tag in Nummendorfe fuhren fällt. Wenn's noch 3 Schritt machst, Bischel, siehst das hinten auffällt. Und wo sind's? Bei euch im Keller. Wieso? Weil wir abgenommen worden sind. Schlechtes Gedächtnis. Und Sie fahren seelenruhig weiter herum? Seelenruhig? Ich schluck Beruhigungstabletten wie ein Trottel. Von mir kriegen Sie auch eine. 2000 Schilling. Sind ja 2031. Rezeptgebühr. Warum lachen Sie nicht? Ein stilles Schmunzeln wird doch genügen. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Was machst du eigentlich da? Rasieren? Haarschneiden. Lächerlich. Wer falsches Tohuwabohu in Umlauf bringt, wird mit echtem Tohuwabohu nicht unter 4 Folgen bestraft. Ich verschreibe Ihnen die stärksten Kopfepulver. Wieso? Ihr Bauchschmerzen.
Bei mir denken sie immer nur an Sex, oder? Soll ich an 12 denken? Und Sie warten immer noch? Immer noch. Auf was? Gäste? Optimistin. Und ich höre trotzdem was. Alles schon da gewesen, Herrschaften. Die drei von Dankschle, Sixpack, Three. Hey, hey. Darf ich Autogramm haben? Aber natürlich gern. Endlich ein Autogramm vom Hies. Da steht ja Krüger. Betrüger. Tuhuabuhu! Wem Tuhuabuhu gebit? Und hier ist er, unser Stargast, Mr. Kannibal aus dem Schweigen der Lämmer. Er ist schon wieder gegangen. Achtung! Fertig! Was? Legt an! Feuer! Also, was ist los mit dir? Das Licht geht nicht, den Telefonhörer finde ich nicht. Und wer hat die Telefonbücher gefladert? Guten Tag. Guten Tag. Der Papschi gefällt mir. Das glaube ich. Der wird leicht 180 Jahre alt. Und wenn er nur 120 wird? Dann tausche ich ihn um. Auf was? Ältere Witze gibt's wirklich nirgends. Oh ja, in der nächsten Sendung bestimmt. Für was halten wir das? Ich halt's für eine Frühlingsrolle. Aber wenn Sie es nicht im Frühling machen, können Sie es auch im Herbst habern. Verzehren. Wickeln. Schlucken. Verzehren. Obestopfen halt. Und dazu trinken wir ein kühles Bier. Bitte daher. 8 Grad Celsius. Passt. Und was ist das für ein Jahrgang? Alles schon da gewesen, meine Herrschaften. Die drei von der Angstelle, zwei Banditen, die drei knissenden Kontrabass, die five Sixpack, die five. Partner Shopping. Ich spiel Römi, Bridge, Kanaster, hab zwei Kinder, kleine Gfraster. Freie Liebe in der freien Natur. Hast du die Figur dazu? Sie haben ja schon wieder nichts Neues. Unsinn! Unsinn? Im Sinn von Unsinn? Nonsens. Ist das Ihr Kalender? Nein, mein Meerschweindl. Schaut aber wie Ihre Migräne aus. Wollen Sie es umsonst? Heuer nicht. Und letztes Jahr? War in Indien. Salami kaufen? Roly poly tohoa bruhu. Wollen Sie meine Frau werden? Was heißt das, Mensch? Sie liebt mich. Heimlich? Sind Sie immer so deppert? Aber nicht vor 23:45, gell? Das ist Ihr ganzer Nonsens. Sie sind nur ein ganzer geborener Querulant. Gewordener? Da, bei Ihnen in Kürze geworden. Was kommt jetzt? Kommt was? Was? Was ist ein Querulant? Ein Fußgänger, der bei Rot über die Kreuzung geht.
Kann ein Papa kein Mumps kriegen? Nein. Masern? Nein. Malaria? Auch nicht. Wollen Sie ihn haben? Na, wozu, weil er nichts kann? Teppich Air Taxi. Das fetzt. Der fliegt super, der Teppich. Aber mein Bettverleger hat schönere Fransen. Da ist schon wieder ein Haar in der Suppe. Da war ein Haar in der Suppe. Hasi, keine Haarspaltereien. Mit dem Messer. Warum sitzt sie so da? Weil ich das nicht könnt. Und was können sie? Sparen, sparen bis... Was bis? Bis Gäste am Horizont auftauchen. Kein Horizont. Sadistin! Wie heißt es? Danke, danke sehr, danke. Wenn die Liebe dich vergisst, sprich nicht drüber, denk ich mehr so an mich. Der heiße Sessel mit Veronika Tisch. Unser Thema heute, Erotik. Bereit, Herr Hans? Immer, Fräulein. Haben Sie es schon einmal im Freien gemacht? Was? Oder auf einem Tisch? Was? Stehen Sie auf Miniröcke und Stöckelschuhe? Ja. Kann man 69 durch 2 teilen? Der Verrest bleiben. Haben Sie schon einmal das Kamasutra gelesen? Stellenweise. Finden Sie mich attraktiv? Die sieht nicht so weit. Würden Sie einen Seitensprung beichten? Wieso Ihnen? Kennen Sie die Missionarsstellung? Soll ich in einem Kloster arbeiten? Haben Sie schon einmal den G-Punkt gefunden? Haben Sie einen Plan? Finden Sie eine behaarte Brust aufregend? Na sicher. Haben Sie schon einmal im Dunkeln gemacht? Was? Au! Was hast du von deinem Freund zum Geburtstag gekriegt? 2 Sauerstoffflaschen. Ich glaube, der mag die. Selber knebeln ist nicht gescheit. Das ist Zahnseide. Hab ich mir anders vorgestellt. Großhandel. Da gibt's halt keine von Ihren goldigen, goldenen Regeln. Warten Sie schon drauf, die Zahnpflege? Aber nein, zum Beispiel fürs richtige Lesen, fürs richtige Buch, Kultur. Kein Problem. Was sind denn die besten Bücher? Die, bei denen wir wirklich mitgehen. Welches Buch kann schon wirklich gehen? Rück und zuschauen. Warum lesen wir so wenig? Weil wir die falschen Bücher kaufen, ausborgen und stehlen. Tohuwabohu nennt Ihnen in den goldenen Regeln die 10 Bücher, die bestens mitreißen. Ich glaube, ich werde es noch einmal ändern müssen. Spannend. Sowieso. Spät ist es, sehr spät. Wieso? Kein Gast lässt sich anschauen, Ihre Zukunft ohne Zukunft hat schon begonnen. Kurz und schmerzvoll wird's sein. Was ist ein Querulant? Ein Fußgänger, der rot über die Kreuzung geht. Alle schon da gewesen, Herrschaften. Die 3 von der Tankstelle, die 2 Banditen, 3 Knissen im Kontrabass, die... Ich glaube, ich habe ein Messer im Kopf. Soll ich Sie denn herausoperieren? Wann Sie ihn erklärt? Ich suche eine Negerin, weil ich schon lange Neger bin. Es weiß schon so mancher Herr, wer mich hat, braucht sonst nichts mehr. Ich höre was. Wenn Sie einzelne Schritte hören, dann bin ich es. Wenn Sie jedoch mehr hören, ist es ein Bundesheermanöver. Da singt wer? Schreit wer? Wieder ein Opfer des Moors. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame. Thank you.
aus. Na, gibt's das im Wirtshaus? Na, Schatzi. Na, aber mehr Zeitungen. Und dazu trinken wir ein kühles Bier. Hey, I can hear the ocean. Guten Tag. Hat der was? Nur das Opernglas. Wo ist Ihre Begleitung hin? Unterwegs. Und Sie, Sie wollen für mich arbeiten? Einen Zauberer haben wir schon. Das ist ein bezahlter Anteilschein, der besagt, dass mir ein Drittel von Tohuwabohu gehört. Gut angelegt. Das Papier verliert nie seinen Wert. Wirklich nicht? Ein Drittel von nix ist immer nix. Warum gehst du denn schon? Die ganze Nacht wird er nicht schlafen, Schatzi. Wer? Mein Mann. Ja, muss ich das schon von Anfang an so wichtig machen? Melodien der Herzen. Entschuldigung, haben Sie eine Rose? Ja. Danke. Hallo Mama, den Job als Koch bei Tohuwabohu habe ich gekriegt, locker. Aber jetzt musst du mir endlich sagen, was sind Salzburger Nockerln und Tribiriwischerln und Saumaßen und Germknädel und Der Koch hat eine neue Stellung. Kocht am Türkensitz? Da schau her. Das Haar oder ich? Jesus, ich muss zu Haus. Du bist zu Haus. Oje, und Sie? Über allen Antennen ist Ruhe. Die Kenner sagen längst Buh. Ich sage das auch. Warte nur, bald gibt Tohuwabohu Ruh. Reimmäßig mäßig und sonst der Schmorn. Ich hör was. Und in der Loba bin ich so blau, so blau. Immer verbicken's mir mit dem Kaugummi, das Schloss und die Postkasteln sind auch weg. Das bringt nichts. Glauben Sie, ich will den Kaugummi am Flohmarkt verkaufen? Da wohnt doch keiner. Und wieso? Du Gescheiter, brennt im ersten Stock das Licht? Danke, Pizza. Nur ein kleines Geschäft nebenbei. Der Tipp für mich fürs nächste Mal, wenn Sie bei mir direkt bestellen, ist billiger. Partner Shopping. Schau mir in die Augen, Kleine, oder bleib mit dir alleine. The single girl, all alone in a great big town. The single girl gets so tired of love letting her down. Life's unreal and the people are phony and the nights can get so... Aus! Sie haben Gewichtsprobleme? Ihre Waage spricht nicht mehr mit Ihnen? Kein Problem. Redumex. Die Gewichtsabnahme in 1, 2, 3. Redumex. Nur fliegen ist schöner. Und hier unsere drei Wunschfilme. Der tapfere kleine Toaster. Die Nacht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Egal, wofür Sie stimmen, wir spielen Melancholie. Smitten, Westen! For the guaranteed beat of the morning. No, shit, sorry. Kennen wir uns? Ich bin der gerade mit Ihnen redet. Abound Bäume und Kugel Zoff. Was alles schon gerissen. Springen Sie nicht. Doch. Bitte, bitte nicht. Wieso nicht? Das Fernsehen kommt erst in 3 Minuten. Pfui. Grauslich. Geschmacklos. Ich glaube, ich habe ein Messer im Kopf. Soll ich es Ihnen herausoperieren? Und die zwei im Rücken auch. Auf dem Schulweg hat mich einer aus der dritten verdroschen. Na, und jetzt den wiedererkennen? Hab eh sein Ohrwaschel. Stay away so long, cause baby love.
hoffe, ich habe sie heute zum letzten Mal aufgeschrien. Gehen Sie in Pension? Legen Sie sich da auf die Couch. Nein, nein, nix, nix, nix. Wieso nicht? Weil damit alles angefangen hat. Kennen wir uns? Selten. Also mit Gusto. Für was ist die? Falls ihr fräst, noch nicht durch ist. Ich hab schon gegessen. Und damit beim Zahlen nichts vergessen. Partner Shopping. Ich tanze gerne Lambada und war auch schon Miss Ada klar. Wo ist eine, die nicht denkt und ihr Herz an meins verschenkt? Tahua Buha. Tahua Buhu. Mit kostet 300, ohne 900, französisch kostet 1000 und alles zusammen kostet 1300. Und der Polsterschlacht? Das rechte Pedal ist die Bremsen. Alle schon da gewesen, meine Herrschaften. Bei uns gibt's ab sofort die drei Chinesen. Na. Sie gehen schon? Allerdings. Sie waren nur 20 Minuten da. Es waren schon 3 Stunden zu viel. Wie viel Programm hat's denn gebraucht? 3 Stunden zu wenig. Und schnell noch einmal zu unserer Serie Gute Nacht, Österreich. Gut, wie geht's weiter? Alle schon da gewesene Herrschaften, die 3 von der Langschle, 2 Banditen, die 3 knisenden Kontrabass, die Jackson 5, die Sixpack, die, wie heißen die 4? Die fanatischen 4. Aber jetzt für Sie, die schrecklichsten 10. Wir kondolieren aufrichtig. Alle schon da gewesene Herrschaften, die 3 von der Langschle, die 2 Banditen, die 3 knisenden Kontrabass, die Jackson 5, die Sixpack, die fanatischen 4, aber ab jetzt für Sie die schrecklichsten 10. Ich kondoliere aufrichtig. Alle schon da gewesene Herrschaften, die 3 von der Langschle, die 2 Banditen, die 3 knisenden Kontrabass, die fanatischen 4, die Sixpack, die Jackson 5. Ab jetzt für Sie die schrecklichsten 10. Ich kondoliere aufrichtig. Alle schon da gewesene Herrschaften, die 3 von der Dankstelle, die 2 Banditen, die 3 Chinesen mit dem Kontrabass, die Jackson 5, die Sixpack, die schrecklichsten 10, die fanatischen 4, alle schon da gewesene Herrschaften, die 3 von der Dankstelle, die 2 Banditen, die 3 Chinesen mit dem Kontrabass, die Jackson 5, Sixpack, die fanatischen 4, aber ab jetzt für Sie die schrecklichsten 10. Ich kondoliere aufrichtig. Ich weiß, dass ich dich verlor, dass mich dir auch den Freund ich verlor. Ich komm verlassen mir vor, du Marios, adios, adios, amor. So muss das Leben wohl sein, es holt alle Verlierer mal ein. Ich komm verlassen mir vor, du Marios, adios, adios, amor. Tahua Buhu! You know what you're watching, so why am I telling you? Tahua Buhu! Tahua Buhu! I can't talk anymore. Why am I on this show? I can't even say it. Jesus Christ. Awesome.